beziehungsweise dabei zu einem neuen Let's Play von The Quarry. Heute machen wir weiter mit dem Kapitel Nummer 6. Es ist schon einiges passiert. Wir haben schon jemanden verloren aus unserer Team Westside Gruppe. Eine Hand haben wir auch noch verloren. Und heute geht es weiter, also seid mit dabei. Let's go! Welder. Kapitel 6, Nachtgebet. So, was macht unser Jaden oder Jason? Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Okay, laufen kann er nicht. Mann, ich könnte echt kotzen. Jacob, was sein Name stimmt. Emma, bist du das? Mhm. Wo ist er denn eigentlich? Ist ziemlich irgendwo, keine Ahnung wo ist er eigentlich? Ja. Puh, da will man echt nicht fallen. Okay, dann fallen wir lieber nicht, hä? Was ist hier? Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Was denn? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt, aber okay. Eine Kamera. Speicherkarte. Vielleicht ist da ja was drauf. Okay. Die Kamera lass mal liegen, ne? Hätte ja direkt das alles mitholen können, aber. Okay, aber hier ist nicht zu war gesichert, hier. Seht ihr? Kein Gelände hier. Das ist ja ziemlich gefährlich. Da ist hier der See. Kann sie nur sein? Keine Ahnung, Alter. Oha. Ups. Jetzt rennt er wieder alles zurück. Ui. Okay, also let's go. Ey! Shit. Also blöd ist es. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht drauf geht. Sollen wir so verstecken oder rennen? Verstecken oder rennen? Ja, komm, wir rennen mal. Oh, schnell, schnell. Los, 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 los. Oha. Oha. Alter, pass auf hinter dir. Ah, du bist so blöd. Los, los, los Eisen, rausziehen, los Eisen, Mann. Fuck. Shit.
Oh shit. Der zweite Jäger. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Okay. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Oh, da verwandelt sich jemand ein Werwolf. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Oh. Hey. Komm her. Nick, was soll das? Lass das. Pass auf, meine Herren. Nick. Shit, das Wasser sieht ja kacke aus. Helfen, Abby trösten. Scheiße, was willst du ihm helfen, Mann? Hör auf. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Was habe ich getan? Alles cool. Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Abby. Shh. Ruh dich aus. Poolhaus. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Menge, weißt du, wie das so eine Scheiße wehtut, Alter? Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Hau rein. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Okay. Leichen im Pool muss man schon erklären. Oder? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt. Nicht ohne Beweise. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Genau. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Der hat's doch bequem genug, ey. Schauen wir uns mal um, was haben wir denn da? Wo Caleb jetzt wohl ist? Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. So, schauen wir uns mal hier. Ist der Pool ist da draußen? Ist die Leiche noch da draußen? Ich glaube schon, oder? Ja, da ist zwar noch Blut, also. Jo. Wie hier? Oh. Nein, jetzt der Mund. Gut. Eine Dusche. Wie eine riesige Dusche. Und hier. Da ist nichts. Ja, hier.
Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Nochmal eine Dusche. Da war ich schon, da war ich auch schon. Ist ja gar nichts hier. Nö. Okay. Hier ist die Toilette. Ist auch eine Toilette. Doch. Wo ist denn der Ausgang, Mann? Alter, ist ja gar nichts hier. Ah, hier ist der Ausgang. Ja gut, ich habe nichts gefunden. Ne? Ja, so besser. Brutal. Total besser. Hey. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwutsymptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Wo jetzt? Ja? Kann ich dich was fragen? Jetzt. Na klar. Magst du mich? Ich weiß nicht, was das werden soll. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein Loser. Ist so. Was? So ein Schlag ins Gesicht. Oh ja. Yeah. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Gehassen. Das tue ich nicht. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Ach, mein Opferlamm. Das bist nicht du, das... das bist nicht du, ich... Oha! Shit! Oh, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Jetzt kommt das nicht raus.
Da, fies. Tu jetzt nicht wie ein Baby, Mann. Ey. Du wolltest ja nicht anders. Und die Verwandlung. Oha. Shit. Minga, was eine Verwandlung, ey. Ist die ganze Haut weg. Okay. Das ist mal ein Werwolf. Und mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Also schon ein Werwolf, aber ein Werwolf ohne Fell. Und ohne Haut. Mal was Neues. Er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Ich verstehe das nicht. Wieso? Das war nicht Nick. Und wo verdammt sind Jacob und Emma? Hätten wir sie inzwischen nicht schon längst treffen müssen? Die vögeln sich sicher nur in irgendeiner Hütte. Jo, ist klar. Ich weiß nicht, Mann. Das stinkt doch alles zum Himmel. Die Jäger, Chris verschwinden, Nick. Kaylee. Oh Gott. Kaylee. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, hey, die lebt noch. Kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Wir drin. Ich öffne die Tür. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Okay. Es geht mit der ab. Puh, das war Kapitel 6, kurz und knackig. Da sind wir wieder. Nur. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Der Mond. Wie passend. Der Mond. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Nö, die will ich selber sehen. Sie sind enttäuscht. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Ja. Bisschen schon, ne? Kapitel 7. Die Vergangenheit also, hinter uns. Was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Jetzt kommt ihre Geschichte, wie es weitergeht. Denn ist der andere Werwolf vielleicht ihr Freund? Vielleicht. Oh.
Oh, die ist eingesperrt. Hm? Was? Oh, der Bulle. Max. Hey. Komm her. Komm schon. Nein, mit dir. Verdammt, mach schon. Oha. Verdammte Kids. Ja, diese Teenies immer wieder, eh? Was ist mit Max? Sei still. Sie kann nicht... Sei still! Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Leck mich. Wir machen es jetzt mal cool. Yeah. Ich sage Name und du nennst ihn mir. Hast du das verstanden? Können wir sagen, deine Mutter? Ich vertrete hier das Gesetz. Tu einfach, was ich sage und beantworte die gottverdammten Fragen. Okay. Da nochmal wütend. Scheißegal, wer sie sind. Sie dürfen das hier nicht. Das ist illegal. Ich will einen Anwalt. Schluss. Halt jetzt endlich den Mund und hör mir zu, sonst haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Northkill Country. Okay. Okay, Sheriff. Wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Chris Hackett. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ja. Hier steckt ein erstklassiger kosmischer. Wir bringen uns jetzt um, Super Premium Scheiße Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Hören Sie auf mit dem Scheiß, Mann. Bitte hören Sie auf mit dem Scheiß und sagen Sie mir verdammt nochmal, was los ist! Was hat uns angegriffen und warum wurden wir verhaftet? Sie Psychopath! Ich will zu Max! Sofort! Jetzt gibt's eins in die Fresse. Was? Muss ich schlagen. Naja, es war ein Versuch. Das würde ich lieber lassen. Es war ein Versuch wert, hä? Was? Er lebt? Also können sie sich zurückverwandeln. Arschloch! Sagen wir uns endlich, was hier vor sich geht! Haben Sie gehört? Alles okay?
Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Kein Sinn, ne? Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Cops? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Ja, für den Cop. Von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Was passiert jetzt? Oh, was zu essen? Ah, nee, Kleider. Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Schon gut, Sir. Schon gut, Sir. Wir sind still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Na schön. Die Hände her. Na mach. Der Schauspieler sieht cool aus. Coole Mimik. Das haben sie gut hingekriegt. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey. Gehen Hände wir. Weg, Mann. Na los. Komm. Besser. Hey. Hör auf jetzt. Lass ihn. Ja, lassen Sie mich verdammt. Ihr seid beide still. Wichser! Ich sagte, sei still. Hey! Hat ihn jetzt an den Arsch gefasst. Sie tun ihm weh! Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Ja, ist klar. Bestimmt. Du kannst mal Kacke machen, das wäre nützlich. Was ist das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Mhm. Finden bestimmt etwas. Da hast du deinen Hebel. Und jetzt willst du da durchgehen oder was? Sie kann den Stein gebrauchen. Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak.
Okay, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Furchtsam. Halt, halt. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Ah, der Wichser. Bitte! Hey, Sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! So ein Arsch, hä? Fuck! Verdammter Scheißwichser! Wie war das? Wie war das Verhör? Hast du ihm was verraten? Was soll ich verraten? Ich schätze, jeder hat Geheimnisse. Weise Worte, aber ich glaube nicht, dass er wissen will, dass ich mal beim kleinen Mikey abgeschrieben habe. Echt jetzt? Was war los? Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Ha. Frech. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Nö. Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer Entführungsring? Das. Ich meine. Das? Er wirkt nicht wie ein Kidnapper. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Schon weißt komisch. Du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Sie ist Detective, Alter. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Ja. Es gibt immer einen Sinn. Wir sitzen nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Ja. Vielleicht, hä? So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Genau, immer positiv denken. Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das ja, das lass ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Das ist vorbei jetzt, hä? Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du wirst dann arbeitslos. Was? Ich werde was? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche?
Kollege, was kotzt ja, Mann? Warum hast du mir nichts gesagt? Weil du, hast du es gehört? Das war zu deiner Tasche. Der Brief war außen, im Außenfach. Also halt's Maul. Dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? So ist das Leben. Tut mir leid, Max. Das ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Ja. Tut mir leid. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Voll schräg, ey. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Kopf auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Fell, Alter. Die haben doch gar kein Fell. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja? Ja, sag es. Was, wenn... Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie... Also ein Werwolf? Ein Werwolf. Drehst du jetzt vollständig am Rad? Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Ja, ja. Zombies, Aliens, Dimensions-Draculas? Halt die Fresse, Mann, ey. Ryan. Ja? Halt die Fresse. Sie reden mal. Genau. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick, mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Sie kennt sogar ein Gedicht darüber.
Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Okay. Also ist die jetzt 1-2 Monate da im Gefängnis oder da draußen? Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Boah, Alter, wie langweilig das wäre. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Weiß nicht. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm einen Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Tja, dann ist das so. Ja. Okay, Gefängnisausbruch. Was ist mit Codenamen? Wenn wir das machen, reserviere ich mir Golden Thunder. Nein, wirklich, Max. Wir tun das jetzt. Okay. Let's go. Gut. Okay. Wir machen es ganz genau so. Wenn er dich das nächste Mal zum Waschen bringen will, greifst du an. Du haust ihn um, nimmst die Schlüssel von seinem Gürtel, sperrst ihn in deine Zelle und befreist dann mich. Mhm, so einfach. Und dann klauen wir sein Auto und fahren mit Vollgas weg. Gut, okay, das ist aber kein Plan. Weißt du, das ist nur ein Lass uns fliehen, aber mit viel mehr Worten. Nein, damit rechnet er nicht. In seiner Routine wird er absolut nichts an. Ja, denkst du? Also gut, let's go. Na los. Jetzt. Jetzt. Vorsicht, wirklich? Vorsicht. Wirklich. Alter, so schlecht. So schlecht war das. Trottel. Was ist mit meiner Dusche? Ja, das war aber auch sau schlecht, Mann. Zieh die verdammten Sachen aus! Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe!
Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ich will weg! Du wirst es nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Okay. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. Okay. Maiden, wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache hier nur fertig. Hilfe! Er hält uns auf der Polizeiwache gefangen! Hilfe! Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Ja. Kannst ja versuchen, ne? Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. So, jetzt verwandelt sie sich. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Lara, ich fühle mich schlecht. Inwiefern schlecht? Einfach nur schlecht. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Bitch. Okay. So aggressiv, Alter. Was ist nur los mit ihm? Max? Max? Sag mir, was los ist. Was ist frei, eh? Saug ist weg. Tiefenwahrnehmung. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Oha. Was hat sie denn jetzt so lange gemacht, der Mann?
Da ist nichts mehr, da ist nur die Toilette. Ah, hier haben sie geduscht. Alles klar. Ist zu. Verschlossen. Ist schon klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten. Ich sage, schauen uns mal rum. Schadet ja nicht. Schauen wir mal oben. Sehen wir etwas, wo wir sind hier? Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Tut schon weh, das Auge. Siehst du, was haben wir da? Ein Foto? Ach, Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Interessant. Was haben wir noch? Ist nichts mehr. Hier ist nichts. Hier. Vielleicht finde ich eine Knarre oder so. Oh, eine Spritze. Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle. Hier ein Kalender. Full Moon. Birthday Beers. 7. Juli. Schauen wir uns nach unten um, vielleicht finden wir da was. Kleinen Hinweis oder so. Ich sollte schlafen. Wieso? Bist du müde? Da. Faxgerät. Was versteckst du, Travis? Beweis. Ein Brief, der die Verantwortung des Bizarre oder Banal Podcast auffordert, ihr nachvor. Oh, Hackett Squarry. Ja, das ist auch offen. Oh, Computer. Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Oh, okay. Fuck, ja. Was ein Glück. Ah, der 7. deswegen vorhin, ne? Siehst du? You heard this shit, wie gut.
Tell shut down, can you handle it for me? Es gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir, bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Okay. PC ist kaputt. Oder hat ein Virus. Bizarr oder banal? Das ist der Und ich auch. Ich muss schlafen. Oh shit. Na gut, dann gehen wir halt schlafen, ne? Sonst ist ja nichts mehr hier. Hier noch was? Missing Katze, Hund. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? I don't know. Was versteckt er? Da noch das Ganze gehen wir. Ist aber nicht gut. Der Notausgang muss eigentlich immer offen sein. Falls mal etwas passiert, ne? Gut, gehen wir schlafen halt. Buenas noches, amigo. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Gekritzelt. Also, buenas noches. Schlafen. Sie ist müde, also gehen wir schlafen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Oh, die Spritze. Du fühlst dich ja schon zu Hause. Mit dem Zeug haben sie mich betäubt, oder? Das ist gefährlich. Hätten sie das Max nicht geben können, dann wäre mein Auge nicht verletzt. Ja. Ja, aber das ist verdammt schwierig.
Siehst du das? Was ein iPad. Sieh es dir an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Was? What? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Beenden wir's. Okay. Dann beenden wir's. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Was willst du? Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Ja, lies es jetzt. Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Mhm. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Mhm. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Es ist ein Fluch. Lies weiter. Waffe nehmen? Nein, wir nehmen jetzt keine Waffe. Jetzt bleibe auf dem Boden, Fräulein. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Ja, ist ein Fluch. Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Hm.
Moment, als Max mich am Auge traf, hat er mich da nicht auch infiziert? Nein. Kratzer zählen nicht. Nur Bisse. Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Was ist der Plan? Wenn er das sagt, stimmt es. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Ja, haben wir Silber. Steht ja drauf, wir müssen ihn mit Silber töten. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Mhm. Ah, er hat sein eigenes Video gesehen, wie er sich verwandelt hat. Ich glaube dir. Ja. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Er hat uns entführt, weil du gebissen wurdest, Alter. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Ja, du Arsch. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Irgendwie schon, ja. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was soll ich denn machen? Aha, hier ist es, ja. Was war das? Oh. Minga, was war das, Alter? Überleg doch. Geschossen. Das sag ich nicht. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt den das. Wanderern und dann der verdammte Journalist. Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Ah, sie sind die Wölfe. Wir schaffen das zusammen.
lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Ah. Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Oh. Das ging ja gut, hä? Scheiße, Mann. Oh! Na. Nächste. Los, die Schlüssel! Du musst das nicht machen. Fresse, Mann. Fresse, Schlüssel. Auf Travis schießen, Mann. Tut mir leid, Bro. Shit. Das war heftig. Eine Lunge. Du wirst das. Das hätte mir dieses Bein schießen können oder so. Die ist knallhart, Mann, ey. Ich hatte noch ganz lieben Eindruck gemacht. Habe ich dir echt nicht zugetraut. Doch, hast du. Was machen wir mit Sergeant Kleinhirn? Geben wir ihm etwas Zeit. Zum Überlegen, warum er hier ist. Boah, Travis wird dich töten. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Ah ja, jetzt auch.
Oh ja, ist ein bisschen Munition, ne? Hier ist keiner drin. Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Hat das Auge auch. Genau. Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Stabil. So kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn. Leben von Wasser und so. Keine gute Idee. Das war's. Meine Story. Streit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel? Also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob... ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Ach, Scheiße. Oh ja, Scheiße, das war's. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber nein. Aber wer? Ah, ist ja nicht die... Scheiße, die Tochter hat sie erschossen. Ne? Oh shit. Schon ein komischer Werwolf.
Also, sie hätten den Werwolf schon ein bisschen geiler machen können, oder? Ein bisschen schön mit Haare und so. Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wollte er. Ich war schneller. Bullshit. Fuck. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie ist das? Shit, die kennen wir doch auch, Mann. Ey. Der Conjuring und so. Bist du unser neuer Gast? Rieche ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. Oh shit. Das sieht auch riesig aus. Jacob. Ich rufe die Polizei, genau. Ruf die Polizei. Du bist so komisch. Er wurde gar nicht gebissen, Mann. Warum wird er eingesperrt? Ist im Keller. Könnte schon sein, ne? Jo. Neugierige kleine Ratte. Ja. Du möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Also eine Karte habe ich doch gefunden. Nee. Nichts zu zeigen, nichts zu sehen. Was soll ich dazu noch sagen? Nichts viel. Finde die Karten oder tappe im Dunkeln. Such's dir aus. Gut, liebe Leute, das war Kapitel 6 und 7. Wir haben einiges rausgefunden. Wir wissen, dass der Chris Hackett der Werwolf ist, den Iris weiter mit seiner gesamten Familie, so wie es aussieht. Ja. Und dass die anderen zwei natürlich ein Heilmittel, also sich versuchen zu heilen, das wird zwar schwierig, aber ja. Deswegen schauen wir das nächste Mal wieder rein und schauen, was noch mit dieser Hexe zu tun hat vor allem. Also wir haben den Werwolf, aber die Hexe, das ist noch die Frage.
Und die Jägerfamilie, also es gibt noch eine Familie, die jagt, eine Hexe und die Hackens, die sind die Wölfe. Okay, schauen wir das nächste Mal, liebe Leute. Also bis dann. Peace and out.